In der Finanzwelt jagen alle nach dem AAA-Status. Dieses Bier hier hat 4x D, dass das allerdings auch was Gutes bedeuten kann. Das verrate ich euch wie immer in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und euch sicher fragt, warum hat dieses Bier nicht AAA-Status, sondern 4x D? Ich werde es euch gleich sagen. Es kommt von meinem Biersommelier-Kollegen Dominik aus Dornbirn und deswegen ein dickes Danke an Dominik aus Dornbirn, 4x D. Und wenn die Rede vom Dominik ist und dieses Etikett da ist, dann weiß man, es geht um ein Bier aus der Mohrenbrauerei, die auch in Dornbirn zu Hause ist. Und in dem Fall ist es das Festbier in der Gold-Variante oder das Gold-Festbier. Hat 5,9 Volumenprozent Alkohol, 13,6 Grad Plato und wurde gebraut anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Brauerei in 2017. Also nicht dieses, sondern das Bier wurde damals zum ersten Mal gebraut und neu aufgelegt. Und wir können es natürlich jetzt auch noch haben. Also das Gold, das Jubiläumsbier zum 175-jährigen Jubiläum der Brauerei. Gebraut ist das Ganze mit Gerstenmalz und Karamellmalz. So viel wird verraten. Hopfen und Hopfenextrakt ist noch mit drin und natürlich Wasser. Und dann würde ich sagen, gehen wir dem Ganzen auch mal an den Kragen. Ein Verschluss in der Bügelflasche. Oh, das war ein schöner Knall. Hat man selten, dass das so gut klappt. Aber die kleinen Flaschen sind dann natürlich auch ein bisschen gefälliger. Und ich lasse es irgendwie immer gern knallen. Ich bin doch so ein Kind der Flensburger Generation. Bin mit Werner groß geworden. Und da macht man das immer noch sehr, sehr gerne. Ja, wir haben eine schöne, ja, goldene Farbe, leichter orangener Einschlag. Ein, boah, nicht zu intensiver, aber dennoch vorhandener weißer Schaum, der mit einer durchschnittlichen Stabilität aufwartet. Ansonsten das Bier richtig schön glanzfein und durchsichtig, nicht mal Kohlensäure viel zu sehen da drin. Oh, ich würde sagen, das Karamellmalz macht jetzt schon auf sich aufmerksam und zwar mit einer ganz großen, wehenden Fahne. Ja, ist richtig schön malzbetont, getreidig in der Nase und ein bisschen Karamell hat man da schon drin. Oh, das ist richtig, richtig schön. Ja, dann würde ich sagen, setz zum Wohl. Cheers. Also, ich muss sagen, Festbiere sind immer so eine Sache. Manchmal, ja, wenn es Oktoberfestbier sind, das sind so Biere, die man schnell trinken kann und die ja auch auf Masse gemacht sind. Ist alles völlig in Ordnung und da gibt es auch jedes Jahr gute Rankings der Münchner Brauereien, zum Beispiel beim Oktoberfest. Aber es gibt auch so Festbiere, da hat man so ein bisschen das Gefühl, boah, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen was Festliches. Und das hier ist eins dieser letzteren Kategorie. Super mild, super weich. Ganz toll, malzaromatisch. Da ist so, ja, süßliches Malz, über Karamell kommt das Ganze, aber auch schon ein bisschen getreidig. Ein ganz angenehmes, wenn auch etwas dünneres Mundgefühl. Und jetzt weiß ich, was mir so gefällt, ist so eine leichte Honigsüße. Das ist so ein, das Bier ist nämlich gar nicht so voluminös. Diese Honigsüße, die macht das, erzeugt so eine virtuelle Schwere von diesem Bier und das Bier ist eigentlich gar nicht so schwer. Hat ein schöner kräutriger Hopfen mit am Start und wie gesagt, eine schöne leichte Würze hinten nach, aber ansonsten mit 5,9 Volumenprozent ja auch nicht so kräftig. Es hat einen durchaus schlanken Körper. Ich finde, das ist ein schöner, angenehmer, schlanker Körper, was eben ein bisschen verwirrt, weil eben diese Honigsüße dem Bier, glaube ich, so ein bisschen Volumen mitgibt, aber eher so auf den ersten Schluck und denkt, Moment mal, nee, das ist ja gar nicht so schwer. Und schöne mittlere Kohlensäure, passt auch zum, ja, der Textur, schöne glatte Textur, an sich super süffig und glaube ich, ist so das leichte Bier, was man reicht, wenn man eigentlich auch einen Bock reichen könnte, aber dann vielleicht doch eher was ein bisschen leichter haben will. Ja, das ist genauso die Idee, die möglicherweise hinter diesem Bier steckt und die, finde ich, ist richtig gut umgesetzt. Es wird hinten raus, wird es ein bisschen dünner, weil sich so, glaube auch der Mundrachenraum an diese Süße gewöhnt
und sich dann eben nicht mehr dauerhaft überlisten lässt. Das Mundgefühl nimmt ein bisschen ab und bleibt süßlich. Es ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu dünn für ein Festbier, aber ich finde es persönlich eigentlich gar nicht so schlecht, weil dieses Bier definitiv eine Lücke füllt, beziehungsweise auch für einen speziellen Anlass da ist und da dann eben richtig gut aufgehoben ist und da eben auch einfach mal ein bisschen uniker da ist. Und für mich ist das Ganze richtig in Ordnung. Schönes Festbier, was hier aus Dornbirn kommt. Und jetzt nochmal dicken Dank an den Dominik aus Dornbirn, die 4Ds, für das Bier, was eigentlich vielleicht AAA verdient hat. Von ProbierTV gibt es dafür 3,5 Punkte für das Mohrenbräu Gold, das Festbier aus dem Hause der Mohrenbrauerei in Dornbirn zu Vorarlberg. Dann soll es das für mich heute gewesen sein. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr noch kein Abo habt und jetzt ganz schnell da unten noch auf Abonnieren klickt. Und ansonsten sehen wir uns dann natürlich morgen wieder beim nächsten Bier. Das passiert schon hier auf dem Kanal, 18 Uhr. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.